Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wonderbox. Wir spielen immer noch die Kampagne und sind bei Frostige Angelegenheit angekommen. Und diesmal spielen wir die gefrorene Blumenfläche, das heißt Kapitel 4. Das 4, 5, 6, 7, noch 4 Kapitel und dann sind wir durch. Also, starten wir direkt. Gefrorene Blumenfläche. Sind die rausgekommen? Müssen wir wahrscheinlich hier irgendwo anders hingehen. Er sagt nichts. Okay. Dann geht's nicht raus. Ach, da steht der König, mit dem wir reden. Wir können unsere besondere Zutat nicht finden. Niemand sollte hungern müssen, solange ich das Sagen habe. Bitte hilf uns, die Silberblumen zu finden. Zwei Silberblumen, ein fettes Herz. Mach ich. Da unten geht's rein, okay. Schauen wir uns das mal an. Wo die Silberblumen sein können. Oh, rutschen. Wow. Da geht's rein, okay. Wir haben zumindest unsere Waffen und unser Fliegeteil noch. Das heißt, wir brauchen es, müssen es auf jeden Fall benutzen. Die sind Leiter. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine Spitzhacke. Die kriegen wir von ihm. Der will natürlich nicht haben. 65 Münzen für eine schöne Spitzhacke. Okay. Da sind auf jeden Fall richtig viele Münzen, wir sehen. Gucken wir, ob wir alle einsammeln können. Okay, das kann ich zerstören damit. Schon gut zu wissen. Ah! Nochmal. So, die haben wir. Ach so, ein bisschen nochmal darüber, ne? Genau Timing hier haben. Da kommen wir durch. Yes, okay. Und dann hier rüber. Muss man so einstellen, dass ich auch genau den Flug Dings hab. Mit so einem Schloss. Also Münz. 20, okay. Jetzt haben wir genau das Geld, das wir brauchen. Perfekt. Das war ja nicht so schwer. So, schnell zurück zu dem Schmied und dann holen wir uns die Spitzhacke, damit wir dann die Steine, das Geröll da wegmachen können. Hallöchen, ich hab das Geld zusammen. Achso, eine Bombe. Okay, Bomben sind auch ganz cool. Dann müssen wir noch einmal das tauschen. So. Schnell weg hier. Perfekt. Was will er haben? Ach, unseren Leiter will er haben. Dadurch macht sich die Tür auf, okay. Sehr fies. Zack. Und Leiter haben wir jetzt abgegeben. So, wir machen alles kaputt, was wir hier finden. Oh, da sind Stacheln, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Hier ist Eis, ne? Da müssen wir aufpassen, das rutscht ein bisschen. Gut, dass man da nicht runterfallen kann. Das ist schon echt eine Riesenhilfe. Wenn man an den Kanten noch runterfallen würde, dann wäre es echt unspielbar zwischendurch. Oh, da ist das Eis weggeknackst. Habt ihr das gesehen? Krass. Kann man die mit den Bomben wegmachen? Das ist mal. Ah, okay, deswegen. Das wusste ich nicht, dass man es wegmachen kann. Was natürlich sehr praktisch ist. Halt! Bleib mal da oben. Bleib mal da oben. Weg da, weg da, weg da, weg da. Kann ich da keine hochschmeißen? Oder kann ich nur von einer Seite? Da jetzt, ne? Gut, dann können wir auch da hoch. Da schon die erste Silberblume. Oh.
Da geht's runter, okay. Zack. Kann hier Bomben legen? Nee, ne? Ich glaube, das geht nicht kaputt, ne? Da ist auf jeden Fall eine Tür, wo wir noch nicht hinkommen. Da brauchen wir einen anderen Weg noch finden. Jetzt mal hier. So, warte mal. Wo schmeißen wir die hin? Da, ne? Schmeißen wir erstmal da hin. Die nächste. Da. 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 Ja, haben wir alle platt gemacht? Ich glaube schon, ne? Das sieht so aus. Da geht's raus, okay. Da hinten ist ein Herz. Ja, brauchen wir nicht wirklich, aber wir gehen trotzdem mal hier links. Ups. Ach, das ist Viererherz. Ah, cool. Ja, das brauchen wir natürlich doch. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Da geht's raus. Oh. Alter! Das Ding hat einfach mal 1 Milliarde Herzen weggenommen von mir. Also auf jeden Fall 3. Oh, das war dumm. Aber jetzt haben wir wieder 4 Herzen, ne? Ist auch nicht schlecht. Ich frage, wo wir hin sollen, ne? Da müssen wir auf jeden Fall diesen anderen Weg hier gehen, irgendwie. Hier hinten rum. Hä? Ich muss da oben hoch, irgendwie, ne? Welcher Weg ist denn der praktischste, praktikabelste vor allen Dingen? Mit Leiten kann ich ja nicht mehr. Halt, warte mal. Okay, bringt mir auch nichts, ne, wenn ich hier bin, weil da komme ich auch nicht hoch. Okay, wir müssen noch ein bisschen durchforsten hier, weil irgendwas. Ja, das ist natürlich dumm. Aber von hier kommen wir. Oder kommen wir da nichts? Aber es bringt mir nichts. Ich komme hier nicht hoch. Das ist das Problem. Hä, von wo muss ich denn laufen hier? Das sehe ich gerade nicht. Als ich runter musste, fand ich irgendwie recht klar. Aber gibt es hier einen Weg? Ist doch auch kein anderer Weg, ne? Ist auch nur den hier. Warte mal. Da kann man sich durchhauen. Ah, okay, da kann man sich durchhauen. Gut, das habe ich gerade eben nicht gesehen. Pass auf, nochmal rauf. Und jump. So, da können wir durch. Dann können wir hier rüber flattern. Ah, wir haben bloß nicht runterfallen. Oh. Ja. Wir müssen eine Bombe hinlegen.
Gut, und dann rüberspringen wieder. Alter, hab ich Schiss hier zu springen. Oh, ich wusste das. Weil es auch einfach zu glatt ist hier, ey. Das nervt total, diese Glätte. Oh. Oh, oh. Gott sei Dank. Diese Glätte ist wirklich zum Kotzen. Wow. Na, schwere Geburt. Runter hier. Geht hier durch, okay. Okay, wir haben eine. Das reicht ja nicht. Wir brauchen ja zwei. Gibt es hier noch einen Weg, wo wir irgendwo rein können? Oder habe ich einfach irgendwas übersehen? Da muss noch irgendwo eine Blume sein, die haben wir übersehen. Shit. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ich weiß auch, was er will, aber... Wo hab ich die denn übersehen? Geh mal zurück. Verdammte Axt. Wir haben sie irgendwo übersehen. Dann müssen wir den ganzen Weg nochmal durchlaufen. Oder hat er hier noch einen anderen Weg? Hier hat er keinen anderen Weg, ne? Also meistens mal so zwei Gebiete gibt denn, aber jetzt war das Gebiet gesehen. Ganz normal zu machen, haben wir auch nicht so viel Lust zu, muss ich zugeben. Und hier haben wir ja gerade eben unsere Bomben bekommen. Muss ich irgendwas übersehen haben, leider. Ärgerlich. So. Hier keiner Weg, ne? Ich sehe hier nichts anderes irgendwie. Ja? Da ist die Tür, wo rein ist. Okay. Gut. Warte, gehen wir zurück. War da oben? Da war jetzt nichts, ne? Nee, okay. Ach Mann, das ist ja wirklich blöd. Hier war eigentlich alles weggesprengt. Na gut, dass man nicht alles normal machen muss. Also dass alles wieder weg ist. Dass man das Level verlässt und dann ist alles wieder da. Das finde ich sehr, sehr nervig. Hier ist auch nichts außenrum, ne? Ich sehe jetzt keine Blume hier oder so. Okay. Da ist doch, da muss man doch irgendwie reinkommen. Aha, warte mal. Ah, da ist noch ein Weg. Ja, da oben ist die Blume, okay. Okay, das war dumm. Können wir wieder rauskommen? Ah! Ich sehe nichts. Okay. Ein bisschen mal angucken, bevor man hier... Okay. Muss ich mir vielleicht ein bisschen angucken hier das Level, bevor ich da einfach so durch die Gegend jumpe. So. Jetzt aber. Das bricht ja ein, das ist gut. Und dann... Okay, wir müssen da hoch wahrscheinlich.
Oh. Da ist sie. Oh, gut, dass ich mir gegriffen habe. Und das war's, dann können wir zurück. Natürlich können wir nicht den Weg zurückgehen. Das wäre auch zu leicht. Wir müssen natürlich einen bescheuerten Weg zurückgehen. So. Obwohl, hier können wir doch direkt runter, oder nicht? Kann ich da nicht runterspringen? Doch. Sehr gut, brauchen wir nicht den ganzen Weg gehen. Da war der Ausgang, oder? Nein, bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Der war da oben. Ah! Na gut. Dann müssen wir doch mal den Weg zurückgehen. Mist! Das ist, wenn man immer gerne Abkürzung gehen will. Ne? Dann denkt man sich, ach komm, schnell da. Schnell eine Abkürzung machen und dann zack. Man sich wieder verfranst. Blöd. Durch da. Alter, komme ich ja nicht hoch? Doch jetzt. So. So, ab ins Gewölbe hier. Da nicht längs. Da. Mann. Nein! Also wenn man das zu schnell will, ne? Wenn man das zu schnell will, dann klappt es natürlich nicht. Also was machst du denn da? Au, ah. Oh, komm schon. Jetzt reicht's aber. Jetzt müssen wir schon vorsichtiger sein. Vorsichtiger. Vorsichtiger. So, nochmal. Nein, 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 nein. Oh. Das ist aber auch rutschiger. Das ist rutschiger als bei Super Mario, echt. Das ist, und das ist wirklich so nervig auch. Und es ist ja auch gar nicht so schwierig. Eigentlich muss man ein bisschen... Ich bin halt so unvorsichtig. Sehr gut. Oh, los. Mal rauskommen wieder hier. So, jetzt kann er sich freuen, denn jetzt haben wir seine bekackten Blumen gefunden. So. Endlich das Herz des Abenteuers. So. Oh, ein königliches Schwert. Ein Holzschild. Atmosphäre verließ. Beschwörerkönig. Neue Belohnung, Zellenstäbe. Okay. So, den nehmen wir auch noch mit dem verschwundenen Schrein, oder? Ja. Jo, gut. Rein da. Der verschwundene Schrein. Wahrscheinlich erstmal wieder zum König, oder was? Warte mal, unsere Leute, wir gehen mal runter zu denen. Okay. Naja, ich weiß ja. Geh weg. Gehen wir hier rein. Da ist er. Unsere Wirtschaft ist ausgegangen. Die Feuerstellen sind aus, die Leute frieren. Ich bitte, hilf uns, Bronzeholz zu finden. Mach ich, muss ich da unten rein? Ja, aber klar, dass ich da irgendwo da die Bronze verließ, da unten rein kann. Oh, hier ist aber wieder atmosphärisch die Stimmung. Oh.
Diese Axt, die ist ein bisschen langsam zum Hauen, merke ich gerade. Da müssen wir ein bisschen, die müssen wir ein bisschen besser in den Griff bekommen. Und schon mal leben, das ist schon mal gut. Müssen irgendwo Gegner sein, denn... Oh nee, das ist... Ich bin einfach hier... Meine Seele ist hier einfach festgesteckt. Das ist natürlich blöd. Wir gehen erstmal hier rein. Oh. Wir haben sogar alle platt bekommen, ohne dass wir Leben verloren haben. Respekt, Chansen, Respekt. Ein Schwert. Okay, das Schwert ist auch nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall schneller. Das ist schon mal gut. Die Axt dauert immer so ein bisschen. Aber die sind natürlich auch schneller tot, die Gegner, ne? Muss man auch einmal sehen. Wir müssen uns beeilen hier. Okay. Die blöden Pfeiltypen sind natürlich ein bisschen nervig. Denn die können uns natürlich sehr schnell platt machen. Warte mal, kann ich da durch? Ne, oder? Okay, dann haben wir auch schon mal weg. Wir müssen einen anderen Bogenschützen noch irgendwie platt machen. Dafür müssen wir aber ein bisschen springen, wie ich sehe. Oh, Mist. Weit daneben. Alter, hat er mich in der Luft getroffen, der Spast. Na gut. Stirb! So, jetzt können wir darüber. Kann ich rüberspringen? Yes. So. Das sind Herzen. Alle für uns. Perfekt. Einmal Brennholz, bitte. Ah, komm da oben raus. Okay. Nächstes Brennholz muss er denn in der nächsten Türe sein, behaupte ich mal. Drei Türen haben wir hier. In jeder Tür einmal Brennholz oder Bronzeholz ist das ja, ne? Sind schon ein paar lustige, Och, das war... Oh, Alter. Okay, da stirbt man sofort. Ne? Natürlich blöd. Und ich fange immer wieder hier vorne an, weil... Ja, weil. Weil ich natürlich, weil meine Seele hier gefangen ist. Okay. Okay, haben wir erwischt. Und wie wir den erwischt haben. Wir müssen uns dran denken, dass wir immer wieder ganz von vorne anfangen. Und das ist so ein Speer-Heini. Ach, er ist direkt runtergefallen, der Asi. Das ist natürlich schwierig jetzt. Oh. Okay. Wir müssen Speerheini noch killen. Okay, der ist auch tot. Okay, das war doch gar nicht so schwer gerade. Das Holz ist da oben. Machen wir hier auf. Na, jetzt haben wir 5 Herzen als Leben. Wie cool ist das denn mit dieser? Zack. Gibt es hier einen super Ausgang wieder? Nee, wahrscheinlich. Normalerweise gibt es ja immer so einen schnellen Ausgang, gibt es hier echt nicht. Muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Das ist natürlich wirklich blöd, eigentlich. Aber ich glaube, hier geht das noch. Tatsächlich muss ich echt den ganzen Weg zurückgehen. Obwohl, da können wir runterhüpfen, ne? Okay. So, jetzt müssen wir noch hier ins letzte reingehen. Also unten ist einer, der sitzt da unten. So.
Wie komme ich denn da hoch? Oh. Okay, einfach nur das Timing, ne, ist gefragt. Ein Schild. Okay, das Schild werden wir dann mal direkt einsetzen. Und zwar dort. Nee. So. Schwert und Schild. Perfekt. Kommt schon irgendwas mit Pfeilenspitzen oder so. Wow, wie gut war ich da bitte sehr. Aber es ruckelt auf einmal hier, ne? Ich glaube, es ist echt, kann er vielleicht nicht haben, dass es so viel auf einmal ist. Ich weiß nicht. Vielleicht ist mein Gerät darauf super sparsam runtergegangen, man weiß es nicht. So. Hier müssen wir jetzt noch schnell zurücklaufen. Und dann freut sich der gute König, dass ich ihnen das Holz bringe, damit sie nicht frieren. Hallöchen. Ah, so bin ich. Das ist das Herz des Abenteuers. Perfekt. Yeti-Torso. So. Oh, noch 2 Kapitel und dann sind wir durch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Und wenn nicht, sagt mir, warum nicht. Bis dann. Tschüss.